Der Donaudurchbruch in den Karpaten und Norddeutschland haben eins gemein. Oft weht eine steife Brise. Aber im Gegensatz zum Norden ist hier der Anteil der Windenergie am Strommix verschwindend gering. Das soll sich ändern. Auch deshalb wagt Nordex vor 2 Jahren den Einstieg in den Balkanmarkt. Konkurrenzfähige Windturbinen, gut ausgebildete Monteure und Servicepersonal braucht es dafür. Serbien ist zu einem hohen Maße von der Kohle abhängig. Fast 70% unserer Energieerzeugung stammt aus Kohlekraftwerken. Windkraft ist deshalb sehr willkommen als Alternative zur Luftverschmutzung, die wir zurzeit noch haben. Der Windpark Krivaca ist das erste große Nordex-Projekt auf dem Balkan. Im vergangenen Herbst begann der Aufbau gut 400 Meter oberhalb der Donau. Insgesamt 22 Fundamente mussten im Kalkstein der Karpaten verankert werden. Die Gegend ist nicht so flach. Es ist deshalb schwierig, die nötige Infrastruktur aufzubauen, die Straßen beispielsweise, um die schweren Komponenten hier hochzubringen. Alle Komponenten wurden über die Donau geliefert, einige aus Rostock, andere aus der Türkei und Indien. Investitionssumme 165 Millionen Euro. Maschinenhäuser, Naben und Triebstränge sind made in Rostock. Vor 2 Monaten ging der Park ans Netz. Sogar Serbiens Premierminister war gekommen. Krivaca ist der Start in eine neue Zeit. Der Windpark kann 75.000 Haushalte versorgen. Die südosteuropäischen EU-Beitrittskandidaten wollen bei den Erneuerbaren aufholen. Subventionen fließen aber keine. Der Windstrom wird auf dem freien Markt verkauft. Umso wichtiger ist ein störungsfreier Betrieb. Verantwortlich dafür das junge Nordex-Team. Der Servicevertrag läuft 25 Jahre. Per Handy wird die Anlage zur Wartung gestoppt. Wir müssen zur Weiterbildung regelmäßig nach Deutschland. Nicht nur, aber meistens ist es Deutschland. Da geht es um das Grund- und Fachwissen, vor allem um Fehlersuche bei Ausfällen der Turbine. Die Nordex-Service-Mitarbeiter sind Ingenieure, haben ihre Abschlüsse an serbischen Hochschulen gemacht. Und die haben einen guten Ruf. Mit einem Fahrstuhl geht es hoch in das Maschinenhaus. Die Sicherheit unseres Personals ist für uns das Entscheidende. Das ist leider nicht überall der Fall in Serbien. Das ist mit der wichtigste Grund, warum die Leute sich für Nordex entscheiden und auch bei uns bleiben. Rund 5 Minuten brauchen die Servicetechniker bis in 110 Meter Höhe. Die Energiewende auf dem Balkan ist in vollem Gange. Mit Technik erdacht und produziert in Mecklenburg-Vorpommern. Und der 2. Nordex-Windpark in Ostserbien ist bereits im Bau. Nur 120 Kilometer Luftlinie vom Windpark Krivaca entfernt.